Willkommen zurück zu Turboprop Flight Simulator. Die letzte Folge mit den Missionen. Danach haben wir alle Missionen fertig. Und zwar haben wir hier die Windfarm-Flaggen. Und danach haben wir noch einmal Flaggen. Peak-Flaggen, also irgendwo auf dem Berg. Ansonsten haben wir hier alles schon geschafft, wie ihr sehen könnt. Und es gibt halt weiter nichts zu tun. Hier unten sind ja eigentlich noch Missionen. Die sind noch nicht hinzugefügt worden. Und hier unten sind auch noch mal Missionen, die noch nicht hinzugefügt wurden. Das heißt, wir haben hier nur noch diese beiden Missionen. Und dann war es das auch ziemlich. Und falls ihr noch irgendwas sehen wollt, egal was, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann kann ich mal schauen, was ich da machen kann. Und dann, ja, gibt es vielleicht doch noch ein paar Folgen. Aber jetzt geht's erstmal los mit den Windfarm-Flaggen. Okay, das war wesentlich leichter als in der letzten Folge, muss ich mal so sagen. Da gab es auch diesen Herzinfarkt-Moment, wo einfach nur noch eine Flagge fehlt und ich fast auf dem Boden gelandet bin. Ja, das war ein bisschen sehr knapp, okay. Aber ansonsten eigentlich alles in Ordnung. Und hier haben wir auch direkt genügend Geld, um das mal freizuschalten. Und dann ist das die letzte Mission, die wir machen können. Ich würde sagen, los geht's. So, da haben wir auch das geschafft, die letzte Mission, und das ging tatsächlich viel schneller als ich gedacht habe. Deshalb würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Blödsinn im Freiflugmodus. Dazu werde ich mir jetzt noch einige Werbung ansehen müssen, aber danach sehen wir uns gleich wieder mit einigen Flugzeugen.
Genau, da habe ich mir jetzt ein paar Flugzeuge gekauft, darunter die XV-40. Das haben wir auch in der letzten Folge schon mal gesehen. Das ist ein VTOL, also es kann ohne Landebahn oder Startbahn abheben. Und das hier habe ich mir aus Versehen eigentlich gekauft. Ja, ich wollte mir das kaufen, habe mir hier E42 dann noch gekauft. Und ich habe jetzt hier auch alle Fahrzeuge mir geholt. Den Fuel Truck hatte ich ja schon vorher. Aber jetzt habe ich auch noch Flatbed, APC, 8x8 und 4x4. Und ja, ich würde sagen, starten wir mal. Und mich interessiert vor allem dieses XV-40 hier. Und das hier ist das falsche Flugzeug. Deshalb gehe ich da gleich mal raus. Das ist ja hier diese kleine Passagiermaschine. Machen wir auch mal die Türen zu. So. Dann müssen wir mal schauen. Hier steht es nicht. Dann muss es auf der anderen Seite sein. Ja, da steht unsere X440. Die kann scheinbar abheben. Ah, wow. Okay. Ja. Ganz genau. So funktioniert's. Gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Mal sehen, ob ich es schaffe. So. Oh, ich bin drin. Sehr schön. Machen wir auch mal zu. Okay, sieht so ähnlich aus wie der normale, der allererste Flieger, den wir bekommen haben. Aber das hier ist ein bisschen anders, da ist die Treppe höher. Und dann gehen wir mal rein. Okay, dann mache ich das mal kurz nach da oben. Okay, die Flügel können wir also hier rechts verändern. Dann machen wir auch mal die Triebwerke an. Das wäre ja ganz nützlich. Alle Türen zu. Okay. Und dann mache ich vielleicht mal automatische Bremsen und VTOL Auto Thrust an. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. Oh, und da fliegen wir auch. Ah, okay. Das hält die Höhe automatisch. Also dieses VTOL Auto Thrust. Dann heben wir mal ab. Und ich würde sagen, jetzt, keine Ahnung, ändern wir das mal so. Okay, Achtung, Abbruch, 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 Abbruch. Okay, wir haben es gerade noch so geschafft. Ah, okay, Stopp. Ja, vielleicht sollte ich das Fahrwerk raus machen. So, Fahrwerk raus. Und wieder landen. Okay. Okay. Ich bin... es ist das erste Mal. Seht ihr wahrscheinlich auch. Okay, vielleicht sollte ich das langsamer machen. So, Spur auf 100. Ein. Ich mach das mal aus. Fahrwerk rein. Okay. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich. Kann schon mal fliegen. Dann drehen wir mal und versuchen auch gleich mal eine Landung. Automatische Bremsen auf jeden Fall rein. So. Und einmal drehen bitte. Und dann würde ich auch ganz gerne mal landen. Einfach mal versuchen. Ich glaube, diesmal kann mir auch dieses VTOL Auto Thrust helfen. Und dann machen wir mal so. Okay. Und dann hier machen wir das mal rein. Und jetzt laggt es ganz schön. Und jetzt mache ich immer mal wieder den Schub runter. So können wir dann vielleicht landen.
gern runter, aber auch nicht unbedingt auf einem anderen Flugzeug landen. Einfach mal versuchen. 500. Okay, 500. 400. 300. 200. 100. 100. 50, 40, 30. Okay, komm schon, lande. 40, 30. Komm schon, lande. 20, 10. Okay. Oh, das war... aus, bitte. So. Okay, bis auf den Hüpfer danach war das doch eine ganz gute Landung, würde ich mal sagen. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch. Also falls ihr noch was mit dem VTOL hier sehen wollt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.